Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Wie ihr im Titel entnehmen könnt, geht es heute um beendete Sätze. Und dafür habe ich die gute alte Jasmin hinter der Kamera mal. Hi! und zwar hat sie von meinem Insta-Account, also ich habe auf Instagram gefragt, da, by the way, buddhistrich.larus.buddhistrich auf Insta, habe ich euch gefragt, also ihr sollt mir einen Satz anfangen schreiben, den ich dann beenden muss. Und Jasmin hat die jetzt rausgeschrieben und wird mir den Satz anfangen sagen und ich muss dann den Satz beenden. Und ja, ich glaube, ihr versteht, um was es geht. Und ich wünsche euch ganz viel Spass. Ja, fangen wir an. Ja, voll. Gut. Meine Freunde würden zwar das Gegenteil behaupten, aber... Aber ich bin anständig! Mal, ich bin schon anständig. Also, kommt drauf an mit wem, aber ich bin anständig! Ich bin süchtig nach... Bueno und Ben Jerry Glasse. Also allgemein Glasse und Bueno und Kaugummi. Love it. Ich würde gern mal... Aus einem Flugzeug springen, obwohl ich Angst habe. Also ich weiß nicht, ob ich es gerne würde. Aber irgendwie, ja. Adrenalin! Gestern habe ich... Das Nachtgessen! Das erste, was ich am Morgen mache, ist... Aufs WC gehen, mein Morgenbissen erledigen. Ich weiß kein Mensch dazu, aber ja. Halt aufs WC gehen. Ich gebe zu, dass ich früher meine Nägel gebissen habe. Von mir aus können alle wissen, dass ich YouTube mache. Nein, eigentlich nicht. Also keine Ahnung. Irgendwie bei gewissen Leuten ist es immer ein bisschen unangenehm, wenn sie es wissen, gerade so bei Lehrern und so. Aber von mir aus könnt ihr alle wissen. Wenn ich einen Tag unsichtbar wäre, würde ich... Dann würde ich... andere Leute beobachten, glaube ich. Und Sachen zuhören, was ich sonst nicht könnte. Also weißt du, hören, was die da, ja, Gustav eigentlich, also einfach, was die reden und so. Oder ich würde mega gerne mal, weißt, wissen, was andere Leute so über mich sagen und dann so unsichtbar sowas, weißt du? Es regt mich auf, dass... Das 2020 bis jetzt so negativ, ja, mal negativ ist. Was mich auch noch aufregt, ist, dass es scheiß Juni ist und es fucking kalt draussen ist. Das nervt. Wenn ich von der Schule heimkomme, will ich... ins Bett liegen und chillen. Ich hasse das Gefühl, wenn... Wenn ich angeschaut wird. Glück im Unglück habe ich mal gehabt, wo... Wo ich mit dem Velo... ein Glas in der Hand hatte, als kleines Kind. Und dann bin ich so in steile Straße gefahren und konnte nicht mehr bremsen. Dann bin ich in den Lastwagen reingefahren. Und dort hatte ich Glück im Unglück gehabt, weil... Es ist eigentlich noch recht gut... Also es hat gut geändert. Besser als gedacht. Ich bin tollpatsch. Wenn ich noch 60 Sekunden zum Leben hätte, würde ich... Dann würde ich jetzt zu meiner Familie gehen, also zu meiner Mama, meiner Schwester. Die ganz fest abknutschen und Abschied von ihnen nehmen. Ich weiß nicht, das ist eine mega schwierige Frage. Wenn ich für immer ein Kind wäre, würde ich... Dann würde ich... geil sein. Das ist was. Würde ich in den USA wohnen? Dann würde ich gerne etwas Berühmtes aus Amerika kennenlernen. Mein weirdester Traum ist... Das ist schon mega lange her, da bin ich noch mega klein, habe ich geträumt, dass ich eine Frau beklaut habe. Ich weiß nicht, Nachbarin? Also nein, eigentlich kenne ich die Frau gar nicht, aber ich habe sie voll vor mir, wie sie aussieht. Und dann bin ich am Balkon im Traum hochgeklettert, bei ihr inne, sie hat die Tür offen gehabt und nachher habe ich, sie hatte ein 100er Nötli und ein 20er Nötli gehabt und ich bin dann mit einem 50er Nötli gekommen und habe es gegen ein 100er Nötli eingetauscht und bin dann einfach abgehauen. Ich weiß nicht, wieso ich das geträumt habe, aber ja, das weiß ich noch ganz genau. Wenn ich jetzt in die Ferien könnte, würde ich auf... Dann würde ich jetzt gerne auf Thailand oder die Malediven. Kann man machen. Wenn ich schwanger wäre, würde ich... Dann würde ich das Kind nicht abtreiben, glaube ich. Also kann ich wäre jetzt noch nicht bereit dafür, gar nicht. Ich bin selber noch ein Kind, Mann. Aber ich würde es auch nicht abtreiben, glaube ich. Also vielleicht schon, aber ich glaube, ich würde es nicht bis Herz bringen, darum würde ich das Kind auf die Welt bringen. I don't know. Wenn ich fliegen könnte, würde ich... Wenn ich fliegen könnte, würde ich jetzt gerne...
auf Luzern fliegen. Einfach mal so. Weiß nicht wieso, hat keinen Grund, aber ist mir spontan ins Sinn gekommen. Wenn ich jetzt 1 Million Franken hätte, würde ich. Dann würde ich definitiv mein Zimmer komplett neu umdekorieren wollen. Und den Rest vom Geld würde ich meiner Schwester und meiner Mom teilen. Und dann würde ich safe noch ein bisschen spenden. Weil, keine Ahnung, gerade so auf Afrika oder so. Wenn ich ein Mann wäre, dann würde ich meinen Körper kennenlernen und ein Mädchen zu einem Date einladen vielleicht. Wenn ich ein Vogel würde, würde ich ein Adler sein. Das wäre so geil. So für einen Tag oder so. Das Grusigste, was ich heute gemacht habe, ist... Keine Ahnung, vielleicht Nasenpopel. Vielleicht. I don't know. Ja, wahrscheinlich. Ich gebe zu, dass ich... Ich gebe zu, dass ich einen Schweizer Pass habe, aber 0% eigentlich Schweizerin bin. Ich habe gelogen und gesagt, dass... Ich habe gelogen und gesagt, dass... Was denn? Was? Dass ich gefurzt habe. Dass ich gefurzt habe? Wieso? Ich weiß nicht. Kann ich sein, dass du in der Schule mal gefurzt hast und gesagt, dass ich nicht, dass du, ich habe nicht gefurzt, aber du hast gefurzt. Aha. Kann sein. Okay. Ja. Okay, das beantwortet meine Frage. So, das war es mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.